Guten Morgen, 7.30 Uhr. Habe heute beschlossen, spontan frühstücken zu gehen, unten in der Stadt. Dann schauen wir mal, wie der Devil's Garden Trailhead um 7.30 Uhr aussieht. Der Parkplatz, wie voll der ist. Ich würde sagen, zu einem Drittel gefüllt. Also hier sind noch viele, viele Plätze frei. Ist aber allerdings erst auf 7.30 Uhr. Ab 7 braucht man ja einen gebuchten Timeslot. Da hätte ich jetzt hier mit mehr Andrang gerechnet. Aber ich glaube, die sammeln sich jetzt erst gerade. Ist ja noch wirklich im Rahmen. Uhr 50. Hier ist jetzt Schluss für mein Auto. Hier vorne ist eine Kante, die möchte ich nicht riskieren. Es sind noch knapp 2,5 Kilometer bis zum Picture Frame Arch. Die werde ich jetzt laufen. Hier sind mir die Kanten hier. Die sind mir zu hoch. Da in der Lücke steht ganz gut. Das sah auch aus, als ob da schon mal jemand abgeparkt hat. Und dann laufen wir jetzt. Bin ich weit genug gekommen auf der Straße? Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich so weit komme. So, ich bin ganz in der Nähe. Balcony Arch und Picture Frame Arch. Ich glaube, der Picture Frame ist von der anderen Seite. Bin mir nicht ganz sicher. Werden wir mal sehen. 1,7 Kilometer von meinem Auto weg. Der Balcony Arch. Und jetzt muss ich wahrscheinlich einmal hier rum zum Picture Frame. Der müsste auf der anderen Seite sein. Ja, mit den Autos kommt man hier natürlich weiter. Ich muss laufen. Ja, also hier wäre mit meinem Auto Schluss gewesen. Nee, viel früher schon. Also hier braucht man so eine Dinger, wie mich gerade überholt haben.
2,4 Kilometer von meinem Auto weg, der Picture Frame Arch. Ganz mutige gehen jetzt wahrscheinlich hier oben um die Ecke, aber das sieht mir doch ein bisschen zu steil aus, muss ich ehrlich sagen. Geht doch ein bisschen runter, wenn man da einmal rutscht. Vermutlich würde es gut gehen, aber ich lasse es. So sehr es mich reizt, aber ich lasse es. Der Ausblick von daneben ist genauso schön. Hat man natürlich nicht diesen Rahmen, aber das ist mir da ein bisschen zu schräg, muss ich sagen. Für mich geht's zu Fuß gute 2,5 Kilometer wieder zurück. Ziemlich genau 5 Kilometer. Da steht mein Auto. Und das hier ist der Grund, warum es dort steht und nicht weitergefahren ist. Ich bin spontan zum Needles Visitor Center gefahren, um jetzt hier mal mein Permit für in 10 Tagen abzuholen oder fragen, ob ich das schon bekomme. Würde den Fahrtag nämlich bedeutend erleichtern. Yeah, and how is it helping you? So I have a permit for the Salt Creek at Large Zone and for okay. SC3. Yeah. All together 4 nights. Okay. My network's slow. If it doesn't load, we may need to call the office on the phone. And they would basically just approve your permit, and we would handwrite something for you. Okay. We might start that just in case. Uhr. Ich habe mein Permit bestätigt und ja, einen Ausdruck braucht man seit diesem Jahr nicht mehr mitnehmen. War nicht so ein schönes Gespräch wie letztes Jahr mit den Jungs. Der Ranger hat direkt am Anfang gesagt, er hat kein richtiges Internet und ich soll doch bitte telefonieren mit dem Backoffice. Und ja, dann habe ich 20 Minuten mit der gequatscht. Gott sei Dank konnte ich sagen, dass ich das vom letzten Jahr schon kenne, habe ihr dann die Quellen aufgezählt, die wir letztes Jahr benutzt haben. Hat sie gesagt, da sollte dieses Jahr überhaupt kein Problem sein. Diese müssten besser gefüllt sein als letztes Jahr, weil sie einen sehr nassen Winter hatten. Und dann konnte das Gespräch so ein bisschen abgekürzt werden. Das hat trotzdem 17 Minuten gedauert. Oh, sehr schlecht zu verstehen im Vorderraum, wo ja Sachen verkauft werden, ist es total laut und dann soll man da am Telefon alles verstehen. Also ich war echt froh, dass ich das meiste von letztem Jahr schon kannte und ihr das auch so sagen konnte. Das hat sie auch gesehen, glaube ich, in meinen alten Reservierungen.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Permits bestätigt. Da macht den Fahrtag von Flagstaff hierher am Tag vor der Wanderung deutlich einfacher. Muss ich nämlich nicht zur Öffnungszeit hier sein. Das macht es sehr entspannt. Und jetzt fahre ich wieder zurück nach Moab. Ich würde mal sagen, ihr habt wieder genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst. Hier oben tummelt sich's gerade und hier kommen noch mehr. Ich habe mir gerade noch bei Starbucks einen Frappuccino geholt und wenn man nett fragt, kriegt man Eis umsonst. Ist nicht viel, aber soll nur meine Drinks für heute Abend ein bisschen kühlen. Dafür reicht's. Immer wieder lecker und schön kühl.